Ey, fahr doch, ey. Oh. Oh, nix im Radio, weißt du was? Aus damit, ey. Jetzt gib doch mal Gas. Doris, geh doch mal ran, Mädchen. Echt, ey. Oh, jetzt ist auch die Mailbox an. Ja, super! Oh mein Scheiße, pass auf! Was bist du denn für ein Spackin? Geh Hallo, einfach ich hab in die geblinkt. Klinte. Das machen Leute so, die den Führerschein gemacht haben. Ja klar, die geblinkt. Nee, du bist einfach in die Eisen gegangen. Jetzt mal ganz ruhig. Für das, dass du hier gerade einen Unfall verursacht hast, dreckst du aber ganz schön dicke auf, ja? Ey, Mann, ey! Wie regeln wir das denn jetzt? Papa, warum riecht sie immer noch so nach Fisch? Ja, vielleicht liegt es daran, dass vorher in der Küche Fisch gemacht worden ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Blech immer noch nicht abgespült worden ist. Oh, meine Prinzessin, das Personal hat heute Ausgang. Ich hätte auch eine super Idee, wie man es eventuell regeln könnte. Hm? Nee, also ich muss noch mein Referat über die Selbstständigkeit der Frauen machen. Über die Selbstständigkeit der Frauen? Die Selbstständigkeit der Frauen, da hätte ich einen guten Einstieg. Wie wär's mit dem Abwaschen? Hm? Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich den Müll runterbringen und danach die Wäsche falten. Und wehe, es gibt eine Widerrede. Oh Papa, aber warum muss ich das denn machen? Johannes kann das doch genauso gut machen. Moment mal eben. Johannes! Ist jetzt nicht dein Ernst? Also, du bist dran. Mann, Kim, morgen kann das dann Johannes machen. Wir teilen es dann gerecht auf. Hör mal. Früher, wo wir Geld verdient haben, habt ihr auch nicht danach gefragt, woher das Geld kommt, oder? Und jetzt geht's nun mal halt schlecht. Ja, und das müsst ihr halt alle mit anpacken. So ist das nun mal halt. Ach. Ah, hi Volker, ne? Der Herr Wagner. Wie geht's dir? Geht so. Sag mal, wenn du zu Kim willst, das kannst du ja abschminken. Die will dich heute nicht sehen. Ja, du, ich will gar nicht zu Kim. Ich wollte Johannes fragen, ob er mit mir eine Runde Billard spielen geht. Mit Johannes Billard spielen? Mhm. Sag mal, du hast ja wohl die Ruhe weg. Kim ist oben und holt sich wegen dir die Seele aus dem Leib. Und du? Du gehst mit dem Bruder zusammen Billard spielen? Sag mal, geht's noch? Mann, Volker, wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit, da war nix. Mhm, dafür geht's aber ziemlich mies. Also erzähl, was ist so vorgefallen? Ist nix vorgefallen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Warum? Was hat sie denn erzählt? Nichts hat sie erzählt. Sie war am Weinen, als sie von dir kam. Also, heraus damit. Mann, ey, ich hab wirklich nichts gemacht. Und warum heult sie? Ja, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich nichts gemacht habe. Du, Volker, ist jetzt auch egal. Du, ich glaube, ich lerne jetzt doch lieber für meine Prüfung und wir sehen uns.